Also, Bob der Kürbis, wirst du deine Behauptungen nochmal wiederholen, damit ich einen Beweis für deine Lügen habe? Aber nur, weil du es bist, Max. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Du hast eine Frau mit dem Bus überfahren und es verheimlicht, nachdem du sie zu einem Haus geschleppt hast. Hast du sie in einen Brunnen geworfen und diesen abgedeckt. Die Frau war aber nicht tot. Sie hat noch 7 Tage im Brunnen gelebt. Dafür werde ich den Rest deines jämmerlichen Lebens in deinen Gedanken sein und dich terrorisieren. Die Leute werden glauben, dass du verrückt geworden bist. Ich möchte hiermit bekannt geben, dass sämtliche Behauptungen des Kürbis nicht wahr sind. Ich muss schleunigst einen Weg finden, um Bob den Kürbis aus meinen Gedanken zu verbannen. Wenn ich bis dorthin nicht wahnsinnig geworden bin, werde ich mich nochmal melden.